Ich freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sprechen kann. Und ich freue mich natürlich auch, dass so viele Menschen zuschauen und zuhören und ich Ihnen mein Buch vorstellen kann. Ich will das mal vielleicht kurz hier hinhalten. Das ist Global gescheitert, Fragezeichen. Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Und darin versuche ich, ein paar Dinge zusammenzubringen, die etwas mit Außenpolitik und Innenpolitik haben. Aber meine These vielleicht mal ganz am Anfang ist, dass der Westen die freieste, wohlhabendste und sozialste Region der Welt ist. Warum ist er das? Nirgendwo werden die Freiheitsrechte des Individuums stärker geschützt. Nirgendwo haben Frauen im Kampf für die Gleichberechtigung mehr erreicht. Und nirgendwo können sexuelle, ethnische und religiöse Minderheiten ihre Anliegen besser geltend machen. Und dazu kommt noch, dass auch nirgendwo die Bevölkerung mehr von steuerbasierten sozialen Einrichtungen, einem hochentwickelten Gesundheitssystem und von kostenloser Bildung profitiert. Also sehr viele positive Aspekte. Und meistens werde ich dann gefragt an dieser Stelle schon, was denn eigentlich der Westen ist. Und das ist in der Tat gar nicht so einfach, weil die Antwort lautet, dass es nicht ein geografisch lokalisierter Raum ist, sondern eher ein Ideensystem, dass es auch jenseits quasi von Europa gibt. In Europa entstand der Westen eigentlich. Also wenn wir den verorten müssten, dann wären Europa und die USA die historischen Zentren, von denen alles ausging, was den Westen heute in positiver Hinsicht ausmacht. Und das sind, wie gesagt, zuerst die Freiheitsrechte des Individuums. Und diese Freiheitsrechte sind die Grundlagen von Demokratie, auch von Liberalismus und von Rechtsstaatlichkeit und auch von den allgemeinen Menschenrechten. Und dass es diese Rechte heute gibt, ist natürlich nicht selbstverständlich, weil jahrhundertelang auch in Europa dafür gekämpft worden ist. Menschen sind verhaftet worden, gefoltert worden, hingerichtet worden, weil sie beispielsweise religiöse Dogmen in Frage gestellt haben oder weil sie sich gegen die weltlichen oder auch die kirchlichen Eliten gewendet haben. Und wenn man sich mal die Geschichte des Westens anschaut, dann gibt es einen Durchbruch, der sozusagen diesen modernen Westen konstituiert. Und das war Ende des 18. Jahrhunderts. Im August 1789 wurde in Frankreich von der Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet. Und in dieser Erklärung sind die Meinungs-, die Presse- und die Religionsfreiheit fest verankert gewesen. Im gleichen Jahr wurde von der amerikanischen Verfassung eine Bill of Rights vorangestellt, die ebenfalls elementare Freiheitsrechte garantierte. Und dass auch Frauenrechte mitgemeint sein mussten, sollten, müsste man eher sagen, das wurde spätestens seit der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin ersichtlich, die die französische Revolutionärin Olympe de Gouges im Jahr 1791 veröffentlichte. Und diese Entwicklung, die war weder geradlinig noch fand sie überall gleichzeitig statt. Einige Länder schritten da schneller voran als andere und es gab natürlich auch Rückschläge in Deutschland beispielsweise während des Nationalsozialismus. Bis zur Unabhängigkeit aller Länder des globalen Südens herrschte zudem ein Glaubwürdigkeitsproblem, da die Menschen in den Kolonien nicht mitgemeint waren. Also Freiheitsrechte galten nicht in den Kolonien. Und auch in Bezug auf die Rechte von Frauen mussten besonders starke Hindernisse beseitigt werden. Olympe de Gouges wurde wegen ihres Engagements hingerichtet. Die landete auf dem Schafott. Doch trotz dieser Verfolgung auch von Frauenrechtlerinnen, ließ sich der Kampf um Frauenrechte im Westen zumindest nicht eindämmen. Und im Hinblick auf Frauen, wenn man jetzt mal die Welt betrachtet, waren es nicht immer die Staaten des Westens seit dem 19. und 20. Jahrhundert, die sich besonders fortschrittlich zeigten. Also beispielsweise erhielten Frauen in Russland und in einigen säkular-muslimischen Staaten wie der Türkei
früher das Wahlrecht als in manchen europäischen Staaten. In Russland konnten die Frauen im Jahr 1917 wählen und gewählt werden, in der Türkei 1934, im Irak 58, aber in Portugal erst 1974 und in Liechtenstein noch später, nämlich 1984. Und diese Errungenschaften, also das Wahlrecht, aber auch andere Rechte der Frauen, wurden außerhalb des Westens jedoch durch Einschränkung anderer Freiheitsrechte und durch islamische Traditionen konterkariert. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch zwischen den Traditionen, vor allem auch den religiösen Traditionen und den modernen Freiheitsrechten. Und obwohl beileibe nicht alles ideal ist, lässt sich sagen, dass der Westen mittlerweile für die Etablierung freiheitlicher Rechtsordnung steht, wie kein anderer Teil der Welt. Und bildet daher auch eine Antithese zu totalitären Regimen jedweder Art, seien sie jetzt traditionell, religiös oder politisch begründet. Und dennoch, das ist jetzt meine These, droht der Westen zu scheitern. Und verantwortlich dafür ist eine Mischung aus Hybris, also Anmaßung, Selbstüberschätzung und Selbsthass, die gleichermaßen zum Aufstieg von Diktatoren wie zur Eliminierung fundamentaler demokratischer Errungenschaften im Inneren der westlichen Demokratien führt. Und ein Beispiel dieser Hybris ist das westliche Engagement in Afghanistan. 20 Jahre lang hat der Westen am Hindukusch versucht, einen demokratischen Rechtsstaat aufzubauen. Und diese tribalen Strukturen, die dort geherrscht haben, hat man versucht, an die Emanzipationsagenda westlicher Staaten, aber auch der UN anzupassen und auch einen modernen Lifestyle zu fördern. Eine moderne Armee und Polizei, so war zumindest der Plan, sollte die in westlichen Stiftungsbüros und Außenministerien entworfene schöne neue Welt absichern. Und wir haben immer wieder Hochglanzbroschüren bekommen, die vorzugsweise Mädchen in Schulen zeigten. Und man hatte so das Gefühl, alles ist auf einem guten Weg. Das ließ so ein bisschen vergessen, dass vieles gar nicht geklappt hat, dass afghanische Soldaten und Polizisten beispielsweise schon 10 Jahre bevor die Taliban wieder nach Kabul kamen, Waffen und Informationen an die Taliban verkauften oder dass Gewaltschutzprogramme für Frauen an den religiösen Eliten scheiterten. Und selbst Politikerinnen, man hat immer geschaut, wie viele Frauen sind in der Politik, wie viele Frauen sind in den Parlamenten. Selbst Politikerinnen waren während der gesamten Afghanistan-Mission ihres Lebens eigentlich nicht sicher. Und eins der Zeichen, dass vieles nicht funktioniert hat, das konnte man eigentlich im Jahr 2010 schon sehen, als klar war, dass in fast allen Provinzen, nämlich in 33 von 34 Provinzen, Schattenregierungen der Taliban an der Macht waren. Und das wurde während der Mission aber kontinuierlich ausgeblendet. Also da hat man die Augen verschlossen. Und letztendlich war dann im August 2021 war es dann vorbei mit diesen Selbsttäuschungen. Taliban, das können Sie sich sicherlich daran erinnern, die nahmen Kabul ein und haben dann ihr islamisches Emirat 2.0 errichtet. Und der Durchmarsch der Gotteskrieger, der ist jetzt von niemandem behindert worden. Das war das, was viele sehr erstaunt hat, weder von der afghanischen Armee, weder von der Polizei und auch nicht von der Zivilgesellschaft. Und das ist natürlich interpretationsbedürftig. Warum hat da eigentlich keiner Widerstand geleistet? Und ich denke, das muss man wohl auch als Zustimmung eines großen Teils der Bevölkerung interpretieren. Afghanistan ist eine Gesellschaft, in der Staatlichkeit mit Misstrauen betrachtet wird, wo sich die Bevölkerung an einem fundamentalistischen Islam und an kulturellen Traditionen orientiert, wie beispielsweise dem Ehrenkodex des Paschtun Wali.
Und das sind sozusagen Fundamente der afghanischen Gesellschaften. Es gibt ja nicht nur eine, sondern Afghanistan ist ein multiethnischer Staat. Was alle Afghanen in der Geschichte immer wieder vereint hat, war, dass sie sich stets erfolgreich gegen Fremdherrschaft zur Wehr gesetzt haben. Und dafür gibt es viele Beispiele. In den 70er Jahren hat das beispielsweise die Sowjetunion erfahren, die übrigens ebenso wie der Westen versucht hat, Frauenrechte zu verankern. Und weder der Westen noch Afghanistan waren übrigens die Ersten, die das Land modernisieren wollten. Es gibt erste Bestrebungen, die gehen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, wo König Amanullah Khan ebenfalls versucht hat, das Land auf einen modernen Kurs zu bringen, aber dann an den Beharrungskräften im Lande scheiterten. Und auch er hat die Emanzipation der Frauen eigentlich ganz hoch gehängt. Das war für ihn immer ein Symbol, dass sich Afghanistan modernisieren kann. Aber alle diese Bestrebungen haben sich letztendlich auf kleine urbane Zirkel beschränkt. Und das galt eben auch für andere Ideen wie die Idee der Demokratie oder die Idee von Menschenrechten. Wenn man die Geschichte Afghanistans studiert hätte, dann hätte man das alles wissen können, bevor man mit der großen Mission angefangen hätte und versucht hätte, ein modernes State-and-Nation-Building-Programm aufzubauen. Also das Scheitern Afghanistans, das ist sozusagen meine These, ist ein Produkt dieser Hybris. Man glaubte im Westen, es ist möglich, wenn man Geld in die Hand nimmt, wenn man Experten hinschickt, wenn man guten Willens ist und sich viel Mühe gibt, dass man am Hindukusch tatsächlich eine Gesellschaft aufbauen kann, die nach Plänen funktioniert, die man sozusagen in europäischen Denkfabriken und Außenministerien sich erdacht hat, eine Gesellschaft am Reißbrett zu entwerfen und dann irgendwo zu implementieren. Wenn man sich das jetzt im Nachhinein anschaut, dann fällt einem ja auf, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Aber das Überraschende ist, dass man wirklich 20 Jahre lang probiert hat, dieses Projekt durchzusetzen, umzusetzen in Afghanistan und auch alle Anzeichen des Scheiterns nicht sehen wollte. Und meiner Meinung nach kann man das nur verstehen, wenn man glaubt, das eigene Gesellschaftssystem sei unwiderstehlich und alle anderen würden es schon annehmen, wenn sie denn wüssten, wie fantastisch es ist. Und ich bin natürlich auch der Meinung, das habe ich ja eingangs gesagt, dass unser Gesellschaftssystem mit den Freiheitsrechten und mit der sozialen Sorge für Schwächere und vielen anderen Dingen mehr ein fantastisches System ist. Aber ich muss auch als Ethnologin natürlich realisieren, dass das vielleicht nicht überall in der Welt geteilt wird, diese Meinung. Und das ist vielleicht bitter, so etwas anzuerkennen, aber es ist Realismus. Afghanistan bzw. der Einmarsch in Kabul war übrigens die Motivation, das Buch zu schreiben, weil ich selber zweimal mehrjährige Projekte in Afghanistan begleitet habe. Eins hat die Aufrüstung oder die Ausbildung der Polizei behandelt, an der Deutschland ja ganz stark beteiligt war. Das andere ging um Frauenrechte. Und in beiden Fällen war eben auch klar, schon relativ frühzeitig, so funktioniert das alles nicht. Und als dann die Taliban Kabul eingenommen haben und ich hören konnte in den Nachrichten und auch lesen konnte, dass alle so überrascht waren, sowohl die Politiker als auch die Mitarbeiter von NGOs und sogar die Militärs, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie konnte man sich denn so belügen? Und das war die Idee eigentlich, darüber zu schreiben. Während des Schreibens hat dann die russische Armee die Ukraine überfallen und ich habe mich dann nochmal sehr stark mit dieser Form der Hybris beschäftigt. Und da habe ich eigentlich ein sehr ähnliches Muster entdeckt,
Der Angriff auf die Ukraine löste nämlich vor allem deshalb Bestürzung innerhalb der westlichen Welt aus, weil man sich eingestehen musste, Putin verkannt zu haben. Bis zum 24. Februar 2022 galt er nämlich vornehmlich als Partner einer europäischen Friedensordnung, obwohl seine geostrategischen Ambitionen nicht unbekannt waren. Zwischen 3,7 bis 5,4% des russischen Inlandsprodukts wurden schon seit Jahren in den Militärhaushalt investiert, während in Europa viele Länder ihre Armeen abbauten, weil sie sie für überflüssige Relikte einer überwundenen Phase der Geschichte hielten. Aber in Russland war das eben anders. Alljährlich bei den Militärparaden zum 9. Mai, dem Tag des Sieges, in dem die Kapitulation Deutschlands gefeiert wird, präsentierte Russland die neuesten Errungenschaften russischer Waffentechnik. Und je stärker sich die osteuropäischen Länder von Russland entfernten, desto eindrucksvoller wurde diese Selbstdarstellung militärischer Stärke. Und zu diesen Waffenschauen passte eine immer kriegerischer werdende Rhetorik. Putin, der den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hatte, verfolgte nämlich einen revisionistischen Kurs. Dabei ging es ihm nicht um den Kommunismus, sondern um die Wiederherstellung eines russischen Imperiums. Nicht Stalin war sein Vorbild, sondern Peter der Große. Putin hat niemals ein Hehl daraus gemacht, dass ihn die Vision antrieb, diesen Bedeutungsverlust rückgängig zu machen, den Russland durch die Unabhängigkeit ehemals russischer Gebiete erfahren hatte. Und dass er von Demokratie wenig hielt, war ebenfalls kein Geheimnis. Die Opposition wurde stets blutig verfolgt, Dissidenten teilweise mit Giftanschlägen ausgeschaltet. Besonders deutsche Politiker erwiesen sich dennoch als treue Partner des Diktators. Im März 2008 trug der damalige Außenminister Steinmeier im Rahmen des Petersburger Dialogs seine Vision einer Annäherung durch Verflechtung als Teil einer sogenannten Modernisierungspartnerschaft mit der Russischen Föderation vor. Im August des gleichen Jahres griff Putin Georgien an. Da war noch kein Lerneffekt zu verzeichnen. Doch selbst als die Annexion der Krim und der Proxykrieg in der Ukraine seit 2014, begann, hat dies deutsche Politiker nicht gehindert, weiter an der Mehr Wandel durch Handel festzuhalten und auch die Abhängigkeit Deutschlands in besonders vulnerablen Sektoren voranzutreiben. Und 2022 bezog Deutschland 55% seines Gases aus Russland und auch die Hälfte der Steinkohle und des Öls. Also Abhängigkeit in extrem wichtigen Energiesektoren. Und wenn wir jetzt diese beiden Beispiele vergleichen, Afghanistan und Russland, dann können wir eine Gemeinsamkeit feststellen, die die Außenpolitik des Westens und besonders Deutschlands geprägt hat und noch immer prägt, nämlich die Gewissheit, dass das eigene Gesellschaftssystem so attraktiv ist, dass es letztendlich von allen Staaten übernommen wird, wenn man geeignete Bedingungen schafft. Und in Russland hat man auf gute Handelsbeziehungen gesetzt, in Afghanistan auf Fortbildungen und natürlich auch auf finanzielle Mittel. Beides hat allerdings nicht funktioniert. Putin waren Profite weniger wichtig als seine Vision nationalistischer Erneuerung. Und die Afghanen blieben eben, wie gesagt, ihren kulturellen Traditionen treu und natürlich auch dem Islam, den eher die Taliban verkörperten. Natürlich gab und gibt es in beiden Staaten Menschen, die eine westliche Moderne verwirklicht sehen wollten, doch dies war offenbar eine Minderheit. Die Umfragewerte für Putin waren nach dem Kriegseintritt weitgehend positiv und das hatte sich anfangs sogar noch verstärkt. Ganz aktuelle Zahlen habe ich allerdings nicht. Und auch in Afghanistan, wie gesagt, würde ich den mangelnden Widerstand gegen die Taliban eher als Zustimmung verstehen. Westliche Politiker und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen neigen in der Regel zur Universalisierung eigener Vorstellung vom guten Leben.
Und unhinterfragt setzt man voraus, dass alle Menschen weltweit die gleichen Werte teilen. Und das gilt auch von der Freiheit, von der man annimmt, dass jeder Mensch intrinsisch nach ihr strebt. Das hatte einst mal der Philosoph John Stuart Mill formuliert. Empirisch gesehen ist die Annahme allerdings falsch. Individuelle Freiheit gilt nämlich keineswegs überall als positiver Wert, sondern steht vielfach geradezu unter Verdacht. Und das ist besonders in Gesellschaften mit starken kulturellen Traditionen und einem ausgeprägten kulturellen Bewusstsein der Fall, wie wir das beispielsweise in Afghanistan finden. Hier soll sich das Individuum eher den tradierten Normen unterwerfen und auch eigene Wünsche zurückstellen. Die westliche Hybris, die in der Außenpolitik zum Tragen kam, war in vielerlei Hinsicht fatal. Für die eigene Wirtschaft war die Herstellung von Abhängigkeiten besonders folgenschwer. Das betrifft übrigens nicht nur Russland, sondern auch China, das noch eine weitaus wichtigere Rolle spielt, beispielsweise im Automobilsektor, in der Pharma, Chemie und Elektroindustrie. Und dem Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine war bei uns ja viel die Rede von Decoupling, von einer Abkopplung auch von der chinesischen Wirtschaft. Aber davon ist mittlerweile eben nicht mehr die Rede, weil man auch gesehen hat, letztendlich kann diese Art von Sanktionen möglicherweise eher die eigene Wirtschaft schädigen als die Wirtschaft anderer Staaten. Ja, was interessant ist noch, der Westen tritt überall an, mit der Gewissheit, das Gute zu vertreten, also Menschenrechte, Freiheitsrechte etc. Aber das wird ihm nicht unbedingt abgenommen. Ein Zeichen dafür war, als nach dem Kriegsbeginn Putins, als da versucht wurde, weltweit einen Schulterschluss herzustellen zwischen Demokratien und gegen Autokratien. Und da sind westliche Politiker eigentlich in vielen Ländern auf große Vorbehalte gestoßen. Selbst Demokratien wie Indien, Senegal und Indonesien hatten sich den westlichen Sanktionen beispielsweise nicht angeschlossen. Und Indien hat explizit dem Westen Doppelmoral vorgeworfen. Und das ist die Frage natürlich, sind die Vorwürfe berechtigt? Ist der Westen vielleicht gar nicht so sehr an Gerechtigkeit interessiert, sondern spielt nur ein doppeltes Spiel? Und da muss man sagen, das ist nicht ganz falsch, weil die Doppelmoral ist nämlich tatsächlich eklatant. Und die Ächtung von Diktatoren hört nämlich dort auf, wo wirtschaftliche Interessen bedroht werden. Und das ist nicht nur China gegenüber der Fall, sondern auch beispielsweise gegenüber den Golfmonarchien, die uns ja nun vor dem Energiekollaps retten sollen. Und mir ist immer noch in Erinnerung, als unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die eine feministische und menschenrechtsorientierte Außenpolitik verfolgen möchte, das hat sie nach ihrem Amtsantritt zumindest so behauptet, als dann unsere Energieprobleme kamen und man sich dann mit Katar einigen mussten oder die EU hat ein Abkommen geschlossen mit Aserbaidschan. Wir wissen heute, und das wussten wir auch eigentlich damals schon, dass Aserbaidschan definitiv kein demokratischer Partner ist. Also diese Art der Kompromisse werden immer wieder gemacht. Und da ist natürlich das Problem, wer einige Länder wegen demokratischer Defizite sanktioniert, aber andere, die genauso wenig demokratisch sind, als Partner umwirbt, der wirkt nicht überzeugend. Und das Gleiche gilt auch für Verletzung der territorialen Integrität souveräner Staaten, die im Falle Russlands ja zu Recht skandalisiert worden waren, aber in anderen Fällen, muss man ganz ehrlich sagen, auch von westlichen Staaten praktiziert wurden. Gerade die USA haben sich durch ihre militärischen und auch geheimdienstlichen Aktivitäten einen unrühmlichen Namen gemacht und haben beispielsweise in Lateinamerika gewählte Regierungen gestürzt in der Vergangenheit, Todesschwadronen ausgebildet
und haben Diktatoren an die Macht geholfen, um den kommunistischen Einfluss zu unterbinden. Und beispielsweise haben sie den Militärputsch in Chile im Jahr 1973 unterstützt. Da hat der regierende Sozialist Salvador Allende Enteignungen beschlossen gehabt und das gab große Spannung im Land und dann haben die USA eben eingegriffen und haben einen ziemlich blutigen Putsch unterstützt. Und das war eben nicht das einzige Beispiel in Lateinamerika, dass die USA als ihren Hinterhof immer betrachtet haben. Also das ist jetzt nicht die Sprache der Demokratie, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch in jüngster Zeit, man erinnere sich bloß an den Krieg im Irak, wo die USA mit einer sogenannten Koalition der Willigen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, nämlich einer angeblichen Produktion von Massenvernichtungswaffen, einen Krieg geführt haben, Saddam Hussein gestürzt haben. Das Ziel war, dass man dort eine westliche Demokratie implementieren wollte. Das hat natürlich nicht geklappt. In diesem Krieg sind übrigens etwa 150.000 Menschen gestorben. Und weder der damalige Präsident, amerikanische Präsident George W. Bush, noch sein enger Partner Tony Blair sind dafür zur Verantwortung gezogen worden. Und da muss man sich mal überlegen, welches Signal von dieser Art von Doppelmoral ausgeht für die Länder des globalen Südens. Also ich glaube, das ist desaströs. Eine stabile Nachkriegsordnung ist im Irak übrigens nicht entstanden, sondern was entstanden ist, ist eine Spaltung des Landes und letztendlich eine ganze Reihe von dschihadistischen Organisationen, von denen die stärkste der IS war. Also auch das eine Folge quasi dieses ja, völkerrechtswidrigen Sturzes eines Präsidenten, der natürlich ein Diktator war, aber dennoch hatten die USA kein Recht, in die Innenpolitik da einzugreifen. Und auch in Afghanistan, muss man ganz ehrlich sagen, stand bei der Mission ursprünglich nicht die Demokratie im Vordergrund, sondern das waren die Anschläge vom 11. September durch Al-Qaida, die den amerikanischen Präsidenten innenpolitisch unter Druck gesetzt haben. Er benötigte also einen Sieg gegen die Achse des Bösen, die von ihm beschworen wurde. Und dann fiel seine Wahl auf Afghanistan. Warum fiel sie auf Afghanistan? Nicht, weil die Afghanen in besonderer Weise mit dem Terrorakt in Verbindung gebracht waren, weil, wenn man sich genau anschaut, von wem wurde dieser islamistische Terror finanziert, das war in erster Linie Saudi-Arabien, aber Saudi-Arabien war Partner der USA. Al-Qaida, die Gruppe, die eben den Anschlag durchgeführt hat, hatte ihre stärkste Bastion in Pakistan. Und auch Osama bin Laden ist dann einige Jahre später in Pakistan von einem US-Kommando aufgespürt worden. Aber Pakistan wollte man eben nicht angreifen, ist Atommacht, hat ein großes Militär, das war eher ungünstig. Und wenn man ganz ehrlich ist und schaut sich an, wer waren die Akteure dieses Anschlags, die Piloten und die Crew, die da diese Anschläge durchgeführt haben, dann waren das arabische Studenten, ehemalige Studenten, die den Anschlag geplant hatten, auch federführend durchgeführt hatten. Und diese Studenten hatten bei der Planung in Deutschland gelebt, konkret in Hamburg, hatten diese eine Hamburger Zelle gebildet. Und auch Deutschland ist niemals von irgendwelchen Sanktionen betroffen worden. Ja, jetzt muss man sagen, genau diese Formen von Doppelmoral, die führen natürlich dazu, dass in der Außenpolitik westliche Staaten nicht so ernst genommen werden, wie man es gerne hätte.
sondern dass sie eigentlich ganz stark auch mit den Begriffen Imperialismus, Fortführung des Kolonialismus etc. Kritisiert werden. Und da ist natürlich einiges dran. Also wer für sich andere Rechte in Kauf nimmt, als er anderen zugesteht, muss sich dann eben nicht wundern. Und was dazu kommt, jetzt komme ich zur Innenpolitik, weil mein Buch behandelt eben nicht nur die Außenpolitik, auch innenpolitisch gibt es ähnliche Kritiken. Auch dort gibt es jetzt ausgehend einerseits von linken Organisationen, aber auch aus den Universitäten, insbesondere von der sogenannten postkolonialen Theorie, gibt es eine Kritik am Westen, die ja definitiv nicht die westlichen Staaten als besondere Orte der Gerechtigkeit versteht, sondern eher im Narrativ des Postkolonialismus, das da besagt, westliche Staaten, aber auch westliche Menschen haben die koloniale Brille niemals abgelegt. Sie handeln immer noch so, als ob sie die Herrscher der Welt wären. Und sie brauchen das auch. Sie brauchen die Abwertung eines fremden anderen. Und das fremde andere sind dann die Völker des globalen Südens, damit sie sich selbst stark und mächtig fühlen. Das ist natürlich in Teilen durchaus verständlich, aber in der Form, in der sich diese postkoloniale Theorie im Moment weiterentwickelt hat, vor allem an den Universitäten, aber auch im sogenannten vorpolitischen Raum, das heißt in den Netzwerken von NGOs, die wir in Deutschland haben, aber auch in anderen westlichen Staaten, geht man weit über das Ziel hinaus. In der populären postkolonialen Theorie hat man sich darauf verständigt, auf ein ganz simples Täter-Opfer-Schema. Und in diesem Täter-Opfer-Schema ist nicht nur der Westen, sondern sind alle weißen Menschen per Definitionem unentrinnbar auf der Täterseite, während alle anderen Menschen, und dazu zählen auch Migranten in den westlichen Staaten, die Opfer dieser Täter sind. Und das ist natürlich ein sehr schlichtes Modell, und dieses Modell ist mittlerweile sogar so weit vorangetrieben worden, dass einige der Vertreter, die tatsächlich der Ansicht sind, es gehe um Hautfarbe, Menschen weißer Hautfarbe, seien immer und von Natur aus Rassisten, während Menschen nicht weißer Hautfarbe keine Rassisten sein können. Und da will ich Ihnen mal ein Zitat vorlesen. Weißsein wurde erfunden, um teilen und herrschen zu können. Das schreibt eine erfolgreiche deutsche Antirassismus-Trainerin und verkündet eben, dass jeder Mensch mit weißer Hautfarbe Rassist sei, auch wenn er es nicht sein wolle. Und diese Idee, diese neue Rassismustheorie ist ein Export aus den USA. Und zu ihren prominentesten Autorinnen zählt eine Soziologin, Robin DiAngelo, die ist der Ansicht, dass jeder Weiße, der dieser Theorie, dass Weiße von Natur aus Rassisten seien, wer dieser Theorie nicht zustimmt, bestätigt diese Theorie, weil Leugnung sei Zustimmung, Leugnung sei Abwehr und Abwehr sei Zustimmung, beziehungsweise ein untrügliches Zeichen von Rassismus. Also gibt es eine gewisse zirkuläre Denkweise, Weiße sind Rassisten, wenn sie sagen, aber ich bin doch gar keiner und ich wollte das nie sein, dann heißt es, du wehrst das nur ab und diese Abwehr ist eben wieder Rassismus. Und sie beschreibt explizit, auch dass es unentrinnbar ist, man könne da gar nicht mehr aussteigen. Eltern könnten ihren Kindern nicht beibringen, keine Rassisten zu sein und könnten selbst gar nicht frei von Rassismus sein. Eine rassismusfreie Erziehung sei unmöglich, weil Rassismus
ein in Kultur und Institutionen verankertes Gesellschaftssystem ist. Da werden wir hineingeboren und haben keinen Einfluss darauf, wie es uns prägt. So, das ist also der Überschlag letztendlich von einer globalen Sphäre, in der mit Recht Doppelmoral kritisiert wird, in eine innenpolitische Ebene, in der sich da ein Modell verselbstständigt hat, das letztendlich doch ziemlich in die Irre führt. Und ich zitiere immer gerne einen schwarzen amerikanischen Linguisten, John McWhorter. John McWhorter ist der Meinung, dass es sich um eine neue invertierte Rassentheorie handelt. Also man geht sozusagen weg von der Idee der Gleichheit aller Menschen, der Universalität der Menschenrechte, und behauptet, es gäbe unterschiedliche Menschengruppen und die orientierten sich nun wieder an der Hautfarbe. Und da sagt John McWhorter, das ist klassisch Rassentheorie, da waren wir doch schon mal weiter. Und das nützt auch nichts, wenn die jetzt sozusagen umgekehrt wird. Und für ihn ist das ein religiöses Moment. Er sagt, das gibt es im evangelikalen Christentum. Und da scheint ihm etwas sozusagen übergeschwappt zu sein. Der Mensch ist schuldig, aber jetzt nur der weiße Mensch. Und er kann zwar seine Schuld bekennen, aber er kann eben dieser Schuld nicht entkommen. Weiß sein, sagt er, ist in der weißen Welt ein Stigma und ist quasi die neue Erbsünde. Man kann bekennen und man kann, und das ist dann die Forderung von seine Privilegien sein lassen, darauf verzichten. Und Privilegien können dann alles Mögliche sein. Das kann Zugang zu Führungspositionen sein, das kann sein, Forderungen, solche gibt es alle. Weiße Menschen sollen keine Bücher mehr publizieren. Also man möchte sozusagen einen umgekehrten Rassismus etablieren, weil man sagt, die Weißen haben lang genug geherrscht, jetzt muss das mal umgekehrt werden, jetzt sollen sie endlich mal erfahren, wie es ist, wenn man unterdrückt ist. Und ja, und zu diesem Modell gehört auch Rassismus. Wenn jemand rassistisch ist, dann müssen ihm auch gewisse Rechte aberkannt werden. Also wer dem nicht zustimmt, hat eigentlich kein Recht mehr auf Meinungsfreiheit. Und das ist sozusagen dann, und da gehe ich doch relativ ausführlich darauf ein, wie sich diese Idee tatsächlich auch in Deutschland festgesetzt hat, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt werden kann, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden können, weil nicht jede Meinung gleichermaßen Berechtigung hat. Und da ich ja Wissenschaftlerin bin, ist mir das zum ersten Mal eigentlich an der Universität aufgefallen, dass wir es da mit einer zunehmenden Verengung der Wissenschaftsfreiheit zu tun haben, dass bestimmte Themen aus dem Kanon des Erforschbaren herausgenommen worden sind, dass bestimmte Dinge nicht mehr bearbeitet werden können. Und das sind eben alles Themen, die nach dieser neuen Rassismustheorie unter Rassismusverdacht fallen. Rassismus, wie gesagt, auf der einen Seite wird die Hautfarbe da wieder bedeutsam, aber auf der anderen Seite gibt es auch ein Modell, das nennt sich Rassismus ohne Rassen, also eine Kulturalisierung des Rassismus. Und in dieser Idee werden dann bestimmte vulnerable Gruppen oder Opfergruppen definiert, die alle unter dieser weißen Täterschaft leiden. Und zu diesen Opfern gehören beispielsweise Muslime. Da gehören People of Color dazu und noch einige andere. Mit diesem Status der vulnerablen Gruppen, da ist einiges verbunden, zum Beispiel eine bestimmte Deutungshoheit, weil man sagt, also man kann beispielsweise in meinem Fall, mein Schwerpunkt ist ja Islam, globalisierter Islam, Transformation in der islamischen Welt. Man kann sich mit dem Islam eigentlich nicht mehr beschäftigen, wenn man nicht muslimisch ist. Ja, das sei alleine würde
schon die Gefahr eines antimuslimischen Rassismus implizieren. Und von daher müsse man dieses Thema den Muslimen überlassen, im Übrigen auch nur bestimmten Muslimen. Ich kenne auch Muslime, die selber unter den Verdacht des antimuslimischen Rassismus geraten sind, weil sie eben dieses doch hermetisch abgeschlossene Ideologiekonstrukt der postkolonialen Theorie nicht bestätigen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, meine Zeit schon gleich erreicht. Meine These in dem Buch ist, dass nicht nur die Außenpolitik, die Fehler der Außenpolitik, die Anmaßung in der Außenpolitik verbunden mit der Doppelmoral den Westen nachhaltig schwächt, sondern auch das Gewährenlassen einer kruden postkolonialen Theorie, die ursprünglich mal durchaus emanzipativ war, aber mittlerweile doch stark in die Irre gegangen ist, führt dazu, dass die Grundlage der westlichen liberalen Demokratien, nämlich die Freiheitsrechte, zunehmend unter Druck geraten. Und da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, in welchen Feldern der Gesellschaft sich das besonders abzeichnet. Ich habe eben die Universitäten genannt, in denen es bestimmte kritische Forschungen gar nicht mehr gibt. Aber man könnte sich auch Verlagswesen anschauen, wo Bücher zurückgezogen werden oder ähnliches mehr. Ja, und vielleicht noch die letzten Minuten, die ich habe. Wir haben ja seit dem 7. Oktober diesen Jahres sind wir ja in einer Situation, die uns alle sehr herausfordert. Die Hamas hat in Israel ein beispielloses Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet. Und und das haben sie auch ganz klar gesagt, in einem Interview, Israel in einen Krieg zu zwingen. Und Israel ist in diesen Krieg gezogen und jetzt gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Opfern, sehr viel mehr Opfer natürlich auch auf der palästinensischen Seite. Aber was bemerkenswert ist, ist, dass schon am 7. Oktober dieser Anschlag der Hamas in vielen Ländern gefeiert worden ist, auch in Deutschland zum Teil gefeiert worden ist. In Berlin hat eine Gruppe zur Feier des Tages Süßigkeiten verteilt. Andere haben von einem großen Tag gesprochen für den Widerstand. Und an den Universitäten sind Studenten mit der Parole an die Öffentlichkeit getreten: Befreit Palästina von der deutschen Schuld. Und ich habe mich seitdem sehr stark damit beschäftigt, in welcher Weise hängen diese ja zumindest impliziten Unterstützungen auch der Hamas und diejenigen, die Israel dämonisieren, wie weit hängen die auch mit dieser postkolonialen Theorie zusammen? Und das ist eigentlich ziemlich eklatant, dass es da ganz starke Überschneidungen gibt. Warum? Weil Israel als weißer Staat gilt und als Bollwerk des Westens in der arabischen Welt. Und diese linke Theorie ist jetzt wieder anschlussfähig an eine islamistische These, die jetzt auch nach diesem Massaker der Leiter der türkischen Religionsbehörde Ali Erbaş vorgetragen hat, der nämlich gesagt hat, Israel ist der rostige Dolch im Körper der islamischen Geographie. Und da gibt es jetzt plötzlich einen Schulterschluss von Gruppen, die nach erstem Blick eigentlich unvereinbar sein müssten. Aber auch da muss man sagen, das Problem lässt sich also weiter beobachten. Eine Delegitimierung des Westens bedeutet auch nach Meinung dieser postkolonialen Akteure eine Delegitimierung Israels. Ja, und damit höre ich jetzt auf.
Ja, Frau Schröter, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag und diese klaren Thesen. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen in der Funktion F und A, die Sie unten oder oben an Ihrem Bildschirm sehen, Frau Schröter, zu stellen. Ja, und Sie haben die Möglichkeit, mit dem Daumen nach oben Symbol bereits gestellte Fragen in der Liste auch nach oben zu wählen. Karl G. Engelhardt stellt die Frage: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, welche Forschung an Universitäten nicht mehr durchgeführt wurde? Ja, kann ich Ihnen sagen. Also wir haben zum Beispiel keine Forschung zu muslimischem Antisemitismus. Das ist so ein Thema gewesen, das eigentlich, das würde nicht, hätte nicht finanziert werden können. Möglicherweise wird es bald finanziert, nachdem man weiß, wir haben da eine ganz große Lücke. Antisemitismus ist behandelt worden als historisches Problem und als Thema der Rechtsextremisten. Und das ist ja auch richtig, das ist ja so. Oder beziehungsweise auch noch als Problem, das bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Das stimmt alles. Aber also ich habe 2019 in einem Buch schon ein Kapitel über muslimischen Antisemitismus mit dem expliziten Beispiel der Hamas auch geschrieben. Und daraufhin ist mal wieder der Vorwurf gemacht worden, ich sei islamophob, das sei antimuslimischer Rassismus, sowas gäbe es gar nicht. Und also das wäre zum Beispiel ein Thema. Wir haben keine Forschung zu Parallelgesellschaften. Ja, das, in Österreich gibt es das noch, aber in Deutschland, das ist ein Thema, das wird nicht behandelt, weil man es nicht haben möchte. Man glaubt, dass wenn wir Schattenseiten der Migrationspolitik uns anschauen, das würde nur den Rechten nützen. Das ist natürlich Quark. Wenn man alles unter den Teppich kehrt, dann liefert man sozusagen die Steilvorlage für Vorwürfe aus rechtspopulistischer Seite, man kehre alles unter den Teppich und man bräuchte jetzt genau rechtspopulistische Parteien, die gewählt werden können. Also meiner Meinung nach führt das gerade dazu, dass beispielsweise die AfD stärker wird. Herzlichen Dank, Oliver Peschke. Möchte gerne wissen, wie könnten Alternativen aussehen? Kein Dialog, keine humanitäre Hilfe etc. wird ja keine Lösung sein. Ja, kein Dialog. Gut, Dialog jetzt in der Außenpolitik oder in der Innenpolitik? Was war jetzt gemeint? In der Außenpolitik, ja. Also zumindest eines sollte man nicht machen, man sollte keine Länder besetzen. Also das verbietet sich. Ja. Wenn man sagt, die internationale Friedensordnung hängt davon ab, dass man Grenzen souveräner Staaten achtet, dann muss man das auch tun. Dann kann man nicht sagen, da haben wir jetzt eine Gesellschaft, die nicht demokratisch ist, wo Menschenrechte verletzt werden. Wir besetzen das Land jetzt. Das ist definitiv nicht legitim. Abgesehen davon, die Mehrheit der Staaten der Welt sind nicht demokratisch oder sind nur halb demokratisch. Überall gibt es starke Menschenrechts- oder in vielen Ländern gibt es starke Menschenrechtsverletzungen. Wollen wir die jetzt alle besetzen? Das wäre tatsächlich Kolonialismus 2.0. Das kann es nicht sein. Also das Einzige, was ich für legitim halte, wäre, die Akteure zu unterstützen, die in diesen Ländern für Demokratie einstehen. Beziehungsweise, wenn man in den eigenen Staaten einen Zugriff hat, dann könnte man tatsächlich tätig werden. Ich will Ihnen da mal ein Beispiel geben. Iran. Ja, wir wissen alle, der Iran ist eine blutige Diktatur. Die eigene Bevölkerung wird, an den, wird daran gehindert, die simpelsten Menschenrechte tatsächlich zu erhalten. Vor allem die Frauen werden seit Bestehen dieser Islamischen Republik schikaniert, verhaftet. Man hat ihnen ihre Rechte entzogen. Man hat sie unter das Diktat ihrer Ehemänner oder Väter gestellt.
Und seit vielen Jahren sehen wir, dass große Teile der Bevölkerung auch immer wieder versuchen, sich zu erheben gegen dieses Regime. Wir können und sollen Afghanistan nicht besetzen. Das ist völliger Unsinn. Aber wir haben beispielsweise in Hamburg die Europazentrale des afghanischen Regimes. Von dieser Zentrale aus wird Propaganda betrieben, da werden wahrscheinlich geheimdienstliche Aktivitäten koordiniert, die die iranische Opposition in Europa gefährdet. Und seit Jahr und Tag gibt es Menschen aus der Opposition, aber auch andere, auch ich habe das immer wieder gefordert, endlich dieses Zentrum zu schließen. Es ist immer noch offen und es ist noch nichts passiert. Jetzt kommen wieder die Debatten, weil wir auch wissen, der Iran spielt eine große Rolle bei der Destabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens. Der Iran hat die Hamas unterstützt. Der Iran hat als Staatsdoktrin die Vernichtung Israels. Und dennoch, ja, dennoch glaube ich auch diesmal nicht, dass tatsächlich irgendetwas passieren kann. Aber da würde ich sagen, da sind wir autorisiert, in unserem eigenen Land extremistischen Gewaltakteuren, denjenigen, die andere bedrohen, die auch bei uns Schutz gesucht haben, das Handwerk zu legen. Das können wir machen und damit wäre schon viel gewonnen. Vielen Dank. Wir haben ein, zwei Punkte zum Thema Postkolonialismus. Vielleicht eine einfache oder schneller zu beantwortende Frage. Sie hatten von den postkolonialen Theorien gesprochen. Gibt es die links als auch rechts? Wie sind die sozusagen einzuordnen? Kann man sich das auch vorstellen, dass es rechte postkoloniale Theorien gibt? Das ist die eine Frage. Und die andere, jetzt haben wir natürlich den Kolonialismus. Und wie kann man denn mit den Folgen des Kolonialismus, also auch der Westen, umgegangen werden? Braucht es da nicht auch in einer gewissen Weise auch eine Art von Theorie oder Handlungsanweisung? Ja, zum einen, nein, es gibt keine rechten postkolonialen Theorien. Es gibt, die kommt ausschließlich aus der Linken. Ursprünglich wurzelt sie auch in der antikolonialen Theorie. Also die großen Theoretiker, Frantz Fanon, Césaire etc., kommen eigentlich aus der antikolonialen Bewegung und haben Theorien verfasst, um dieses Machtverhältnis zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten in irgendeiner Weise fassbar zu machen. Nach der UNAP, und da sind Professuren entstanden und da sind gerade an den Universitäten ist da einiges aufgebaut worden. Nach der Unabhängigkeit dieser kolonisierten Staaten hat sich natürlich einiges geändert. Und es hat sich auch einiges, das würde ich jetzt zumindest behaupten, einiges im Bewusstsein der ehemaligen Kolonisatoren geändert, genauso wie im Bewusstsein der Kolonisierten. Die Ble Zeit bleibt ja nicht stehen und Emanzipationsprozesse sind ja auf allen Seiten zu beobachten gewesen. Aber dann setzt sozusagen die postkoloniale Theorie ein, mit empirisch meiner Meinung nach sehr schwacher Grundlage wurde dann behauptet, es habe sich eigentlich gar nichts geändert, weder auf der Ebene des Bewusstseins noch auf der Ebene der tatsächlichen Handlungen. Und das ist natürlich letztendlich fatal, wenn man da einen Stillstand festschreibt, der auch empirisch nicht wirklich nachweisbar ist. Und da kam man dann letztendlich hinein in diese doch sehr simple ewige Täter, ewige Opfer, Dichotomie. Selbstverständlich muss man sich mit den Folgen des Kolonialismus auseinandersetzen. Man muss sich ohnehin mit dieser Art von Machtverhältnissen auseinandersetzen. Und ein Feld, in dem das jetzt beispielsweise geschieht, ist die sogenannte Restitutionsdebatte. Da geht es um Gegenstände in westlichen Museen, auch in deutschen Museen, die aus dem globalen Süden stammen und die während der Kolonialzeit außer Landes geschafft worden sind, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ein Teil ist geraubt worden, ein Teil ist erpresst worden, ein Teil ist gekauft worden. Es gab aber auch Auftragsarbeiten, um beispielsweise Schiffe herzustellen, die man dann ins Museum gebracht hat.
Und damit muss man sich beschäftigen, weil auch seit den 60er Jahren die unabhängigen Staaten fordern, dass man ihre Sachen wieder zurückgibt. Aber ich glaube, auch da ist man eigentlich auf einem guten Weg. Also ich habe gerade jetzt, bevor hier unsere Veranstaltung begonnen hat, mit einer Freundin gesprochen, die selber in einem Museum sich damit beschäftigt, die Herkunft von Objekten zu ermitteln, damit man dann Kontakt aufnehmen kann mit eventuellen Nachfahren der Leute, die Anspruch haben könnten. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich, das ist nicht spektakulär, ja, das ist auch keine große Theorie, sondern man versucht alltäglich in der Zusammenarbeit doch ganz neue Wege zu gehen. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Vielen Dank. Ja, die Frage nach dem richtigen Weg beschäftigt mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine Frage wäre zum Beispiel, wie könnten wir unsere Werte wirksam verteidigen? Oder auch die Frage ganz konkret im aktuellen Israel-Hamas-Konflikt, was dort ein gangbarer Weg wäre, um vielleicht das Thema Doppelmoral vermeiden zu können, dort ein guter Mittler zu sein. Ja, das Erste, da wäre ich ganz klar, man muss die Freiheitsrechte ernst nehmen. Und deshalb habe ich eigentlich auch meinen Vortrag damit begonnen, dass ich geschildert habe, dass diese Freiheiten ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen sind. Die sind schwer erkämpft worden. Es sind viele Menschen bei gestorben, ermordet worden, hingerichtet worden, im Gefängnis gelandet. Und auch in anderen Ländern, da sterben immer noch Menschen für diese Freiheitsrechte, die wir haben, landen im Gefängnis, werden gefoltert. Das hört ja noch gar nicht auf. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn wir leichtfertig diese Rechte aufgeben würden, sondern ich glaube, wir müssen selbstbewusst dazu stehen und müssen sagen, diese Rechte sind erkämpft worden, die sind wichtig, sie sind auch universelle Rechte. Jeder Mensch sollte diese Rechte haben. Und natürlich kann man niemanden dazu zwingen zu sagen, das Recht eines Individuums, das individualisierte Freiheitsrecht, das muss doch jeder gut finden. Wenn es jemand nicht gut findet, okay. Aber grundsätzlich kann eigentlich kein Weg dahinter zurück sein, dass man sagt, dieses Recht muss gewährt werden, und wir geben es nicht freiwillig auf. Also von daher gibt es keinen Grund, hinter so etwas zurückzutreten. Es gibt keinen Grund, Meinungsfreiheit einzuschränken, Kunstfreiheit einzuschränken, Forschungsfreiheit einzuschränken. Die Freiheitsrechte sind der Boden für alles, was wir haben. Und die Lösung im Nahostkonflikt, die liegt jetzt tatsächlich nicht in unserer Hand. Also wir haben natürlich als Deutsche ganz klar aus unserer Geschichte uns dafür stark zu machen, dass jüdisches Leben sicher ist, sowohl bei uns, was es nicht ist. Es ist im Moment nicht sicher und es war vorher auch schon nicht sicher. Also da haben wir echt viel Luft nach oben. Und wir haben auch die Existenz des Staates Israels zu akzeptieren und unseren Beitrag dafür zu leisten. Das heißt nicht, und das wird immer verwechselt, dass man die israelische Regierung nicht kritisieren kann. Natürlich kann man jede Regierung der Welt kritisieren, aber das ist ein Unterschied zum Existenzrecht eines Staates. Und gerade Israels Existenzrecht wird ja von vielen Staaten nicht anerkannt. Ja, da sagt man, genau wie in der postkolonialen Theorie, dieser Staat ist letztendlich ein Produkt des Kolonialismus und ein Bollwerk des Westens in einem Raum, der nicht westlich ist. Da muss man tatsächlich auch die andere Geschichte erzählen. Israel ist eine Demokratie. 20% der Bevölkerung Israels sind israelische Araber, Staatsbürger mit vollen Rechten. Die Situation in Westjordanland sieht anders aus, aber auch diese Narrative, Gaza sei besetzt worden. Das stimmt natürlich nicht, sondern 2005 hat Israel alle Siedlungen abgebaut in Gaza, alle Infrastruktur, auch die militärische Infrastruktur. Und dann wurde gewählt, die Hamas hat die Wahl gewonnen. Und statt tatsächlich
dieses Stück Land aufzubauen zu einem blühenden Gemeinwesen, haben sie alles Geld, was sie bekommen haben, in den Aufbau einer militärischen Infrastruktur gesteckt und haben von Anfang an begonnen, Israel anzugreifen. Und in der Charta der Hamas steht tatsächlich auch, wie in der Staatsdoktrin des Iran, dass Israel zerstört werden muss. In der Charta der Hamas steht zudem, dass alle Juden getötet werden müssen. Ja, wortwörtlich. Das muss man tatsächlich auch wissen. All diejenigen, die glauben, es gäbe eine Berechtigung für die Hamas und vielleicht sei es ja eine Widerstandsorganisation, da empfiehlt es sich tatsächlich mal, das ist öffentlich zugänglich, die Charta der Hamas zu lesen, was da tatsächlich drin steht. Das ist die restlose Vernichtung aller Juden. Und da kann es definitiv kein Verständnis für geben. Das muss ich mal ganz klar betonen. Aber wie eine Friedensordnung aussehen wird, ich glaube, da sind die Deutschen nicht die allerersten, die da gefragt werden. Vielen Dank. Arno Kolert fragt mit vielen anderen, woher kommt denn dieser gewisse Selbsthass in intellektuellen Kreisen des Westens? Ich meine, den Menschen hier geht es ja relativ gut. Das ist das eine. Und vor allen Dingen, diese Strömungen gibt es ja nicht nur in einem Land, sondern sind ja in Amerika genauso wie in England oder auch in Deutschland. Also woher kommt dieser gewisse Selbsthass in den intellektuellen Kreisen? Und vielleicht auch noch die Frage zugespitzt, ist es vielleicht auch ein gewisser Selbsthass, der sich auf intellektuelle Kreise beschränkt. Ja, also letzte Frage, ja, absolut. Also ich sage mal so, die Mehrheit der Bevölkerung, die jeden Tag zur Arbeit geht und auch nicht sonderlich begütert ist, ihre Familie durchbringen will, hat diesen Selbsthass nicht. Die stehen auch, also wenn ich Vorträge halte, stehen fassungslos davor und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Es hat schon etwas zu tun damit, dass es sehr begüterte und ja, sehr begüterte junge Menschen sind, die möglicherweise das Gefühl haben, dass sie das alles nicht verdient haben. In der Tat haben sie es auch nicht selbst verdient, sondern es ist ihnen sozusagen zugefallen. Dazu kommt, dass sie eben andocken an eine linke Narrative, die jetzt auch gar nicht so neu ist, dass der kapitalistische Westen auf Ausbeutung basiert und dass man deshalb das System überwinden muss, um ein neues, viel gerechteres und schöneres System zu errichten. Also dieses Denken in Utopien, die Abwertung des eigenen, um dann eine bessere Welt zu schaffen. Das ist letztendlich eine philosophische Strömung, die haben wir in westlichen Gesellschaften schon seit Jahrhunderten. Die ist nicht neu. Das Denken in Utopien, das Denken in besseren Welten, in gerechteren Welten. Das Problem ist allerdings, dass die Versuche der Umsetzung solcher gerechter Welten, zumindest wenn sie mit Revolutionen oder mit großen Umwälzungen einhergehen, in der Geschichte ausnahmslos im Desaster gelandet sind. Also denken Sie mal an das 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert war unter anderem das große Jahrhundert der sozialistischen oder kommunistischen Experimente. Das hat zum Stalinismus geführt, mit vielen Millionen Toten. Das hat zum Regime der kommunistischen Partei in China geführt, mit 70 Millionen Toten. Das hat zur Diktatur in Kambodscha unter den Roten Khmer geführt, wo ein Viertel der Bevölkerung umgebracht worden ist. Und es hat in fast allen sozialistischen Staaten auch dazu geführt, dass nicht der Wohlstand gemehrt wurde, sondern dass die Bevölkerung Armut erlitten hat, Mangel erlitten hat und dass überall dort auch eine Funktionärskaste sich doch auf Kosten der Bevölkerung ein besseres Leben gemacht hat. Also jetzt könnte man noch sagen, naja, wenn alle arm sind, ist ja vielleicht auch gerecht, aber nein, es waren nicht alle arm. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, man sollte vielleicht auch die jüngere Geschichte etwas besser studieren, damit man da ein bisschen bescheidener wird und sich vielleicht doch überlegt,
dass die großen Vorstellungen von radikaler Umwälzung in der Form, in der sie auch immer noch angedacht werden, in der Praxis eigentlich nie funktioniert haben. Deshalb ja, scheint mir das auch ein Mangel an historischer Bildung zu sein, dass man das immer noch glaubt. Herzlichen Dank. Andreas Scholz hat die folgende Frage mit Blick auf die Klimakatastrophe. Wie sehen Sie die Chancen auf eine zeitnahe Einigung, um das Schlimmste noch zu vermeiden? Aktuell geht der Westen ja wieder mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt und sagt, wir müssen Klimaschutz betreiben, so wie wir, also der Westen, ihn brauchen und für richtig erachten. Hier ist ja auch gewaltiges Konfliktpotenzial zu erkennen. Warum sollen die Länder im Nahen Osten oder die Länder in Afrika dem westlichen Weg folgen? Tun sie auch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Sie tun das nicht. Ja. In Lateinamerika wurde jetzt neulich schon von einem grünen Kolonialismus gewarnt. Also der Vorwurf ist, ihr wollt, dass wir unsere Entwicklung abbrechen. Und das hat doch für uns desaströse Folgen. Das werden wir nicht tun. Wir wollen wirtschaftliche Entwicklung. Wir wollen, dass unsere Bevölkerung nicht arm ist. Und das ist unser vorrangiges Ziel. Also da werden wir sicherlich nicht weiterkommen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir von Doppelmoral sprechen, also Deutschland hat jetzt in den letzten Jahren nicht gerade die ganz großen Fortschritte gemacht beim Erreichen von Klimazielen. Da müsste man vielleicht dann selber auch noch mal zeigen, wie es besser geht und nicht nur immer verkünden, dass man es besser macht. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, haben wir, glaube ich, nicht die Möglichkeit, tatsächlich anderen die Leviten zu lesen. Da überschätzen wir uns maßlos. Und das wird auch überall gespiegelt. Ja. Ich war gerade in Marokko und habe dort auch mit einer Ministerin gesprochen, die sagt, die hat sich beschwert über Frau Baerbock, weil sie sagte, wie kommt die Frau eigentlich dazu, uns belehren zu wollen. Ihr in Deutschland habt doch eure Probleme überhaupt nicht im Griff. Ihr solltet vielleicht mal erst probieren, euren eigenen Laden in Ordnung zu halten. Da musste ich ihr zustimmen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und selbstverständlich, Klimarettung ist ein globales Thema. Das müssen alle machen. Aber ich glaube, mit unserer Art stoßen wir da doch auf große Vorbehalte. Vielen Dank. Vielleicht die letzte Frage von Thomas Klennert. Viele westliche Länder und Medien übersehen, dass viele Länder verschiedene, jetzt mir die Frage weggerutscht, aber sinngemäß, dass viele Länder verschiedene Nationen beinhalten. Ja, also nee, viele Nationen, viele Völker, viel Völkerstärke sind. Muss das nicht stärker berücksichtigt werden? Ja, das ist die Frage, wie man es berücksichtigt. Ja, also wir agieren außenpolitisch natürlich auf der Ebene der Nationen. Und dann schauen wir uns noch an, wo gibt es kleinere ethnische Gruppierungen, werden deren Rechte verletzt. Das können wir uns noch anschauen. Aber wie sollen wir da tatsächlich vorgehen? Also beispielsweise, nehmen wir mal eine Sache, mit der ich immer wieder viel zu tun habe. Nämlich mit der kurdischen Bevölkerung, die ja in mehreren Ländern des Nahen und Mittleren Ostens doch überall eigentlich unterdrückt ist. Und nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches wurde den Kurden ein eigener Staat versprochen. Dann sind die westlichen Regierungen wieder davon abgerückt und haben letztendlich einer Zuordnung auf neue Nationalstaaten, Türkei, Iran, Irak und Syrien zugestimmt. Und in all diesen Staaten haben die Kurden wirklich ein schweres Schicksal. Und bis heute wollen sie ihren eigenen Staat. Aber halten Sie das für realistisch? Im Moment halte ich das nicht für realistisch, dass das jemals passieren wird. Und das ist mit anderen. Das ist mit anderen ethnischen Gruppen natürlich ähnlich, die grenzübergreifend mehrere Nationalstaaten bewohnen und dann gerne ihr eigenes hätten. Aber auch das ist nicht wirklich realistisch, beziehungsweise wenn,
würde das große kriegerische Verwerfungen voraussetzen. Ja, ist ja nicht so, dass sie alle sagen, okay, dann geht mal eure eigenen Wege, sondern Nationalstaaten neigen ja dazu, so zu bleiben, wie sie sind und sich nicht in kleinere Gruppierungen aufzulösen. Also es geht ja eher sogar noch dahin, dass man größere politische Einheiten schafft, wie beispielsweise die EU oder die ASEAN, und nicht in kleinere zurückfällt. Das kann man sagen, ja, das ist aber schade, weil da natürlich die Rechte von ethnischen Gruppen stark beeinträchtigt werden. Auf der anderen Seite, wenn man in die Geschichte schaut, war die Existenz von so kleinen politischen Flickenteppichen, und Deutschland hatte ja da lange mit zu tun, war ja bis in jüngste Zeit ein Flickenteppich, das war auch nicht gerade die Garantie für Frieden. Also ich kann da jetzt keinen tollen Ratschlag geben. Ich kann nur sagen, da gibt es so viele Dinge zu bedenken und es gibt so viele Konflikte im Hintergrund, die muss man einfach alle mit berücksichtigen.